Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens The Longing oder wie auch immer es ausgesprochen wird. Ja, ich wurde gebeten, davon ein Let's Play zu machen und euch dieses wunderbare Spiel vorzustellen. Viel weiß ich da noch nicht drüber, aber ich möchte vorher ein, zwei Ecksachen mal eben kurz sagen. Und zwar, das Spiel ist ja schon etwas länger draußen, aber seit dem 18. Dezember könnt ihr das Ganze nun auch auf dem Handy finden. Beziehungsweise für iOS und Android wird es oder wurde es jetzt mittlerweile veröffentlicht. Und das Ganze soll natürlich ein bisschen gefeiert werden. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich dieses Let's Play auch noch nebenbei, damit ihr, falls ihr vielleicht daran Interesse habt, euch das Spiel im Moment noch im Weihnachtsangebot holen könnt. Und ja, das Ganze ist ein Herzensprojekt von dem deutschen Indie-Entwickler. Und ihr wisst, ich liebe Indie-Entwickler. Natürlich auch besonders deutsche Indie-Entwickler, weil die in der Regel zumindest dann auch deutsche Spiele machen, was es für mich dann vereinfacht. Und zwar heißt der, denke ich, nicht böse sein, wenn es nicht so ist, Anselm Püther. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist vom Studio Seufz. Ich meine, das ist das erste Spiel von denen, aber es wurde bisher überall wirklich gefeiert. Also das, was ich gelesen habe von den Kommentaren her, von den Bewertungen her und so weiter. Und auch den Publisher kennt der ein oder andere von euch ganz sicher auch. Nämlich ist das Systems Heidelberg. Die haben so tolle Spiele gemacht wie Witchtastic, wo wir völlig verzweifelt sind, oder Ghost on the Shore. Wirklich eins meiner absoluten Lieblingsspiele, beziehungsweise ja, Indie-Lieblingsspiele. Und dann auch diverse Point-and-Clicks, wie beispielsweise Nelly Cotelot, oder wie es ausgesprochen wird. Da sind ein paar richtig tolle Point-and-Clicks dabei, wo ich auch schon diverse von habe und auch sehr, sehr happy darüber war. Also die waren alle wirklich schön. Und ja, das ganz Besondere an diesem Spiel ist, dass es, wenn ich das richtig verstanden habe, sobald es gestartet wird, genau 400 Tage läuft in Echtzeit. Und nach diesen 400 Tagen passiert was. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber es geht darum, mit sich selber irgendwo ins Reine zu kommen, sich selbst vielleicht auch ein paar philosophische Fragen zu stellen, über sich selbst, über die Welt, in die man lebt, über die Welt, in der man eventuell leben könnte. Grob von dem, was ich weiß, wohl auch über, ja, in Anführungszeichen, Zwänge, über das eigene Freiheitsbewusstsein, dann vielleicht auch ein bisschen darüber, über Abhängigkeit, über Freundschaft zu jemandem. Ich weiß nicht genau, in welche Richtung dieses Spiel jetzt genau geht. Ich weiß nur, es geht um einen König, der seinen treuesten Diener, das sind wir. Wir sind ein treuer Schatten. Darum bittet, ihn in 400 Tagen zu wecken. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel.
Meine Kräfte sind vergangen, alles, was mir bleibt, bist du, mein Schatten. Ich verlange von dir nur zu warten und diese Höhlen niemals zu verlassen. Ich werde 400 Tage schlafen, um meine Kraft zu sammeln. Erwecke mich, sobald die Zeit gekommen ist, um alle Furcht und Sehnsucht zu beenden. Das also ist mein Zuhause, ein schöner Ort, um die nächsten 400 Tage abzuwarten. Ja, und ich hatte es ja anfangs schon mal erwähnt, dass tatsächlich 400 Tage hier oben ablaufen. Ich weiß nicht, ob ich es eben gesagt hatte, aber das sind reale Tage. Das heißt, auch wenn ich das Spiel ausschalte, wird trotzdem die Zeit als Countdown hinunterlaufen. Und nach diesen 400 Tagen, ja, was passiert dann? Das ist die große Frage. Mit Rechtsklick können wir schließen, funktioniert nicht. Dann machen wir einen Linksklick da unten drauf. Ja, und das, ich will jetzt nicht sagen niedliche Wesen, aber dieser Schatten hier, das sind wir. So, Rechtsklicksteuerung, musizieren. Ah, ich kann musizieren. Ich werde alle vier Teile dieses Instruments finden müssen, bevor ich in den Genuss des Musizierens komme. Okay, ich habe einmal Instrumententeil. Sehr schön, läuft der jetzt damit rum? Nee. Hä? Hebt er das dann nicht auf? Da kann man auf Aufheben klicken. Jetzt hat er irgendwas anderes aufgehoben. Keine Ahnung. Ein kleiner Brocken Kohle. Ein gefallener Bruder kehrt zurück nach Hause. Oh. Was ist das hier? Warum habe ich jetzt hier die Sanduhr drin? ich, Freund, Vater... Seele? Warum sieht die Seele aus wie ein, wie eine Krone? Hand, Höhle, Auge, Mond und Laus. Okay, wir können selber was malen? Nee. Können wir irgendwas... Wähle eine Farbe... Ach so, wähle eine Farbe und ein Motiv. Dann nehmen wir doch mal... etwas, was nicht so dunkel ist, sage ich mal. Na gut, Spinnen sind nun mal so. Vater, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was das jetzt ist. Grau? Ach so, ich habe diese Farbe nicht. Es sollte nicht so schwer sein, sie irgendwo in den Höhlen zu finden. Ah, okay. Dann nehmen wir den Freund, sage ich mal, mit Schwarz. Anders geht's ja nicht. Den malen wir dann mal. Jetzt dürfen wir ihm dabei zusehen, anscheinend, wie er das Ganze malt. Mit Kohlefarben, denke ich mir mal. Ja. Ich meine, immerhin hat er dann wenigstens meine Zeit vertreibt, ne? Da das Ganze jetzt aber in Echtzeit läuft und der natürlich, nehme ich mal an, länger für so ein Bild brauchen würde, ist das natürlich nur ein ganz kleiner Teil, den wir dann letztendlich, ja, zeitlich halt eben selber machen. Aber ich bin mal gespannt. Also man soll ja schon ein bisschen was über sich selbst herausfinden können, wie man mit den Situationen vielleicht umgehen würde. Man weiß es halt nicht. Bei den meisten Situationen kann man halt nur mutmaßen. Da kann man halt nicht sagen, ich werde auf jeden Fall oder ich würde auf jeden Fall so und so reagieren, weil man halt nicht in jeder Situation war. Oh, können wir uns das hier aufhängen? Oh, das ist ja cool. Das ist doch schön. Die Zeit vergeht schneller in Gesellschaft großer Kunst. Das hier verdient einen besonderen Platz an meiner Wand. Vergeht die wirklich schneller? Nee, eigentlich nicht, ne? Wenn ich mir das so angucke. Was ist denn mit dem Buch hier? Ja, ich muss immer doppelt klicken. Ein kleiner Brocken Kohle. Nee. Ich muss also anscheinend immer erst hingehen. So.
Und dann kann ich das erst aufnehmen, so wie es aussieht. Oder kann ich das gar nicht aufnehmen? Das kann natürlich auch sein. Moment, hier bei dem. Da zeigt das mir aber auch nicht extra an. Hinsetzen und lesen. Ach so, ja, das können wir machen. Oh, eine Wohltat, den müden Körper auf einen bequemen Sessel zu hieven. Sitzen und starren. Ja, da wären wir wahrscheinlich depressiv von, oder? Ein Buch lesen. Gedanken, The Goose Girl. Gibt es das nicht wirklich sogar? Oder als Film oder so? This spoke Zarathustra. Aber ich habe da echt Probleme mit diesen zackigen Buchstaben, die zu lesen. Moby Dick. Moby Dick ist doch ein schönes Buch. Aber es ist auf Englisch. Ja. Sollen wir die jetzt hier alle durchlesen? Das bringt mir ja leider nichts. Was ist denn mit den Gedanken? Der König, also wahrscheinlich das Tagebuch, ne? Der König befahl mir, 400 Tage zu warten. Dann soll ich ihn aufwecken und er wird daraufhin alle Furcht und Sehnsucht beenden. Ich frage mich, was genau passieren wird. Immerhin ist mein Geburtstag noch etwas früher. Er wird daraufhin alle Furcht und Sehnsucht beenden. Heißt das, wir gehen dann mit ihm irgendwo anders hin? Jetzt hat er einfach umgedreht hier. Der König ermahnte mich, diese Höhlen nie zu verlassen. Ich fragte mich, was genau er damit meint. Ich wünschte, ich könnte von einem anderen Ort träumen. Also anscheinend haben wir wirklich unser ganzes Leben in Anführungszeichen hier unten verbracht. So verstehe ich das jetzt zumindest. Ich würde gerne die Höhlen etwas erkunden, aber ich spüre die Anwesenheit einer tiefen Dunkelheit, die irgendwo lauert. Wo ist diese Dunkelheit? Werde ich sie je überwinden? Ich könnte eine Karte des Königreiches gut gebrauchen. Angeblich ist die Höhle voller geheimer Orte. Ich frage mich, wann die gesamte Höhle erkundet haben werde. Bis jetzt habe ich noch gar nichts gesehen. Wir sind ja auch noch nirgendwo hingegangen, ne? Irgendwo im Königreich befindet sich eine geheime Bibliothek. Ich hoffe, ich kann sie finden. Oh, das wäre toll. Ich könnte gut und gerne noch ein paar Bücher gebrauchen. Hallo, hallo, hallo. Darf ich vielleicht erstmal zu Ende lesen? Ich muss definitiv mehr lesen. Mein Traum wäre es, ein Buch zu finden, das niemals endet. Ich habe von den Hallen der Ewigkeit gelesen, wo die Zeit stillstehen soll. Da ich während des ganzen Wartens zwischendrin etwas Freizeit habe, könnte ich versuchen, davon Gebrauch zu machen. Immerhin vergeht die Zeit schneller, wenn man sich zu beschäftigen vermag. Mein Heim ist noch nicht komfortabel genug für diese lange Wartezeit. Ich wünschte, ich hätte etwas mehr Farben für meine Kunststudien. Es sollte möglich sein, noch mehr Farbsteine in der Höhle zu finden. Ich brauche auf jeden Fall mehr Bücher an der Wand. Ach so, insbesondere Bilder von Läusen. Wieso Bilder von Läusen? Eine Spitzhacke wäre ein nützliches Werkzeug hier unten. Ich könnte versuchen, mein kleines Heim zu erweitern, indem ich die Wände behacke. Okay. Es gibt Kristalle. Oh, Leute. Moment, lesen lassen? Okay. Da ändert sich nichts bei. Kristalle. Es gibt Kristalle in den verschiedensten Farben. Ich könnte ein paar davon ernten und mit ihnen mein Zimmer schmücken. Ein Bett wäre eine nette Ergänzung zu meiner Einrichtung. Ich könnte wohl eines bauen, wenn ich die richtigen Materialien hätte. Ich könnte hier unten fließendes Wasser gut gebrauchen. Nicht wegen der Hygiene. Ich mag nur die Geräusche so sehr. Möglicherweise muss ich nicht essen, aber es wäre nett, ein paar Pilze zu pflanzen. Okay. Es ist doch sehr einsam hier unten. Von Zeit zu Zeit wäre es schön, in ein anderes Antlitz zu blicken. Ein Spiegel wäre cool, oder? Ich würde mich so gerne mit jemandem unterhalten. Irgendjemanden. Manchmal höre ich eine wunderbare Melodie in meinem Kopf. Ich wünschte, ich könnte meine Lieblingsmelodie auf meinem Instrument spielen, um den Schmerz der Einsamkeit zu lindern. Ich sollte eine Liste meiner Niederlagen anlegen. Was für Niederlagen? Das wird immerhin eine kleine Errungenschaft darstellen. Ich habe momentan null Enttäuschungen, zweimal Kohle, einmal Papier. Nun, mehr fällt mir gerade nicht ein. Ich denke mal, ich werde mit dem Warten in Einsamkeit weitermachen.
Okay. Wie? Achso, da Buch weglegen. Eine gute Idee, meine Gedanken im Buchform zu sammeln. Es schwirren mir immer noch einige im Kopf herum, die ich noch nicht zu fassen gekriegt habe. Okay. Können wir hier durch das Loch irgendwie durchgehen? Also eigentlich habe ich gelesen, mit einem Doppelklick soll das schneller gehen, aber nicht so wirklich, ne? Meine Feuerstelle. Dieser Raum könnte ab und zu etwas mehr Wärme vertragen. Da macht doch mal ein Feuer. Ach so. Okay. Können wir also noch nicht machen. Gut. Moment, was haben wir hier? Nein, ich will das aufheben. Das sind doch diese Kohle-Dinger, oder nicht? Meine ich doch. Hier, da, wo du stehst. So, und jetzt nochmal nach hier. Da liegt ja noch Kohle drauf. Aber er hat das doch jetzt immer noch nicht aufgehoben hier. So. Nimm. Nein. Böse. Du sollst das aufheben. Was ist das denn hier? Das kann er gar nicht nehmen. Und das will er nicht nehmen. Er sagt zwar immer, dass ich alle Teile finden muss, aber stand jetzt nur irgendwie eins von fünf waren es, glaube ich, hat er gefunden, aber er hat es nicht eingepackt, ne? Ist das jetzt nicht der König hier? Können wir mit dem irgendwas machen? Hoppala. Moment. Was war da gerade? König aufwecken. Ja, wir wecken jetzt den König auf. Ja! Wahrscheinlich wird das dann hier hell, nehme ich mal an, sodass wir den König dann tatsächlich aufwecken können. Alter. Ich weiß nicht. Also, ich meine, da stand drin, dass man gedrückt halten soll. Es gibt keinen Grund zur Eile. Ich habe genügend Zeit zum Laufen. Ach, deswegen läuft er nicht so schnell. Was macht denn jetzt? Ich wollte gerade sagen, läuft er jetzt rückwärts oder was? Es ist aber schon riesig da, ne? Also wenn ich mir vorstelle, als so kleiner Pinf da rumzulaufen. Ich mag diese Treppen. Nur wenn ich mir vorstelle, ich müsste das irgendwie dreimal am Tag laufen, ich glaube, da hätte ich keine Lust mehr da drauf. Dann würde ich die Treppen, glaube ich, nicht mehr mögen. Das ist schon. Naja. Nein! Achso, ich dachte gerade schon. Okay, kann man das jetzt hier auch irgendwie wegmachen? Was ist denn hiermit? Kann man da irgendwas. Sagt der da irgendwas, wenn ich das anklicke? Anscheinend nicht. Der will dann nur da hochgehen, ne? Ah, Kohle, Kohle. Sammel die Kohle ein. Ich weiß wohl nicht, ob wir jetzt nur begrenztes Inventar haben. Ich hoffe mal nicht. Ich sehe dort etwas auf dem Boden liegen. Ja, deswegen solltest du ja hingehen. Hallo. Hallo. Sollst es aufheben. Irgendwie mit dem Rechts-Links-Klick, das funktioniert irgendwie nicht so ganz, wie es soll. Aber gut. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Ein kleiner Brocken Kohle. Ich werde dich sicher verwarnen, mein kleiner Bruder. Ich kenne nur den großen Bruder. Du bist mein großer Bruder. Du bist immer da. Mehr weiß ich auch nicht mehr. Das ist schon, keine Ahnung, gefühlte Jahrzehnte her, dass Big Brother damals gewesen ist. So, Raum betreten. Machen wir doch gerne. Die Tür hat sich lange nicht geöffnet. Es könnte eine Weile dauern. Ja, super. Erstmal so die nächsten 200 Tage warten wir vor dieser Tür. Aber die bewegt sich ja gar nicht. Hallo? Er sieht auch nicht sehr fröhlich darüber aus, dass das so lange dauert. Ist das jetzt so ein Joke? Warten wir jetzt hier 400 Jahre vor der. Ah! Es tut sich doch was. Ich werde hier gleich runtergeboxt.
geht nach außen auf, aber die geht anscheinend durch meine Füße durch. Mein etwas. Können wir schon mal da durch? Ich könnte mich schon hindurchzwingen, aber es wäre Blasphemie, nicht zu warten, bis die Tür sich in aller Pracht geöffnet hat. Wollt ihr mich veräppeln? Was ist das? Die geht ja gar nicht mehr weiter auf. Also jetzt hat sie, oder? Jetzt ist sie offen. Dies hier ist ein guter Ort, um einsam zu sein. Ich merke mir besser den Weg. Du bist doch überall einsam. Das ist so scheißegal. Ist das hier Kohle? So scheißegal, wo du dann bist. Außerdem, ich merke mir den Weg. Ja, wir sind halt eben nur nach rechts gegangen, ne? 6 Mark Kohle? Eben hatte er... Wo läuft denn jetzt hin? Hallo? Ach so, der kommt da nicht hoch. Ach so. Moment, was sind das, die Kristalle hier? Das wird mich jetzt mal... Warum geht das nicht mit der Zeit weg? Das wird mich jetzt mal interessieren, ob wir die da einfach rausnehmen können. Aber ich denke mal eher nicht, oder? Hacken, doch. Meine Nase ist noch nicht spitz genug, wie seine Nase, um diesen Kristall abzuernten. Vielleicht kann ich irgendwo eine gute Spitzhacke finden. Ach so, wir haben keine, ne? Ist eigentlich logisch. Da haben wir quasi gar nichts. Ja, bitte. Die anderen Räume haben keine Türen, das ist schon mal was Schönes. So, guck mal, kannst du da irgendwas machen? Ich selber da drin betrachten oder sowas? Anscheinend nicht. Da ist aber auch wieder Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ich klicke die trotzdem mal alle an, aber ich denke mal... Ja, wo ist die Kohle jetzt hin? Hä? War das nicht gerade Kohle? Jetzt ist das auch wieder weg. Hä? In diesen mächtigen Hallen zu Lust wandeln ist wahrlich eine erfüllende Tätigkeit. Ja, gut, wer es braucht. Ja, aber wieso verschwindet die Kohle, sobald man... Da auch schon wieder, jetzt ist es wieder weg. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Da liegt sie jetzt wieder. Ich muss es nicht verstehen. Aber die scheint hier immer wieder neu zu kommen, also... Ja, Raum betreten. Danke. Oh mein Gott, wie viele Abzweigungen gibt es hier eigentlich? Kann man nicht erstmal mit so ein paar Räumen anfangen? Ich meine, ich halte mich jetzt immer... Ja, ich bin jetzt nach links gegangen und halte mich jetzt im Moment immer rechts. Ich suche nach etwas in diesen Höhlen. Ich bin mir nur nicht sicher, wonach. Da geht es dir genauso wie mir, ganz ehrlich. Aufheben, aufheben. Ich hab's nicht mitbekommen, aber aufheben. Okay, Kohle haben wir auf jeden Fall wiedergefunden. Wir bleiben hier mal so ein bisschen auf dem Hauptweg erstmal. Was ist denn das hier eigentlich? Ach so, das ist, glaube ich, dass man es heller und dunkler stellen kann, ne? Gehst du da durch? Was ist denn das hier? Aufheben, aufheben, aufheben. Ein Stück Holz. Damit könnte man ein Bett bauen. Ach, der arme Kerl hat noch nicht mal ein Bett, oder was? Eieiei. Ich sehe schon kommen. Am Ende machen wir diese ganze Reise nur, damit er merkt, was es heißt, selber wirklich was geschaffen zu haben und was geleistet zu haben. Manchmal will ich aufhören, herumzugehen und einfach nur sitzen und denken. Nee, sitzen und denken wird überbewertet. Wir laufen jetzt erstmal ein bisschen rum. Wobei wir das nicht mehr allzu lange machen werden. Also, jetzt weiß ich übrigens auch, warum es ein Walking-Simulator ist. Nur mal so am Rande. Ich möchte versuchen, nicht über die halbe Stunde zu gehen. So pro Folge. Wenn man natürlich jetzt eh kein richtiges Ziel so sehen. Das ist ja...
Dann müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Nein, du gehst mir ganz am Ende durch. Ich nehme den längsten Weg. Ich hätte vielleicht doch erstmal immer durch die erste Tür gehen sollen. Oh, jetzt drehe ich mich wahrscheinlich die ganze Kreis, wetten? War nicht eben hier das Brett? Ihr macht mich jetzt kürre. Aber dann würden wir ja ganz woanders auskommen hier. Ja, und sobald ich da draufklicke, ist das wieder weg. Da war Kohle. Ich verstehe nicht, warum das dann immer weg ist. Es ändert sich mal vom Bild her. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob wir jetzt uns irgendwie im Kreis gedreht haben. Wahrscheinlich laufen wir jetzt hier genau den gleichen Weg, nur spiegelverkehrt rum. Unter Garantie, oder? Wir sind doch vorhin, sind wir da nach links gegangen oder sind wir da nach rechts gegangen? Ehrlich gesagt, ich weiß es jetzt gar nicht. Na komm, lauf. Mach denn jetzt? Ich frage mich, wie groß diese Höhlen wohl tatsächlich sind. Ja, weiß ich nicht. Entweder drehen wir uns hier die ganze Zeit im Kreis. Das kann auch sein. Da müssten wir gleich wieder beim König ankommen. Also erstmal bei den Kristallen und so natürlich. Oh, ich habe die Schatzkammer gefunden. Alter, dein Ernst? Was wir mit diesem ganzen Gold anstellen könnten, wenn wir nicht unter der Erde wären. Aber hier ist immer noch keine Spitzhacke. Oh Gott. Wie lange muss ich laufen? Ein Königreich für eine Spitzhacke. Na, bleibt mal stehen. Der Schatz ist hinter einer nahezu undurchdringlichen Scheibe aus Kristallglas. Nicht, dass ich viel damit anfangen könnte. Nee, der Schatz interessiert mich jetzt auch gerade weniger. Du solltest dich bewegen. Komm. Jetzt hast du es. Ein Stück Kreide. Jetzt kann ich den blassen Mond malen, der mir auf immer verborgen bleibt. Okay. Nein. Ja, so wie es aussieht, haben wir uns tatsächlich einmal im Kreis gedreht, womit dann auch die Frage geklärt wäre, was sich hinter der Tür verborgen hat. Dann würde ich sagen, ist das vielleicht auch nicht, man weiß es nicht, der ideale Zeitpunkt, um hier erstmal einen kleinen Cut zu machen. Und dann schauen wir uns in der nächsten Folge mal an, was sich hier hinter der mittleren Tür befindet. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.